Hi, ich bin der Cenk und bin heute für Du hast die Macht unterwegs. Zurzeit wird in den Medien von sogenannten Kameradschaften, rechtsextremistische Kameradschaften berichtet, die in gewissen Regionen gewaltbereit sind und vor Taten nicht zurückschrecken. Und ich bin heute unterwegs und möchte auf der Straße wissen, was die Menschen davon halten. Habt ihr das gerade mitbekommen in den Medien? Diese Kameradschaft ist aufgedeckt worden. Kameradschaft zwischen den drei Neonazis? Mhm. Ja, habe ich mitbekommen. Bisschen. Die haben seit 10 Jahren verschiedene Attentaten und Gewalttaten ausgeübt. Generell in Deutschland, in Köln, in Jena. Also auch dieser Polizistinnenmord, der ging auf das Konto derer. Ja, das habe ich mitbekommen. Das habe ich mitbekommen. Was halten Sie davon? Glauben Sie, die Politik hat so ein bisschen das verschlafen, dass auch Rechtsradikalismus in Deutschland gibt? Und es wirkt extrem so. Ja, im Prinzip schon, aber es ist halt trotzdem immer noch halt drin in den Köpfen, sag ich mal. Aber es ist halt, das andere ist halt im Vordergrund gerückt so, ne? Ja, doch, ich denke schon. Also an sich, Politik hält sich ja ziemlich zurück, was rechtsradikalen Szene angeht, finde ich. Macht euch das Angst, wenn ihr da so hört, dass es so Rechtsradikale gibt, die unterwegs sind? Naja, Angst nicht unbedingt, aber man macht sich halt auch Sorgen um andere Leute und so. Ja. Hast du Angst, wenn du durch die Straßen läufst vor rechtsradikalen Übergriffen? Nö, ich nicht. Eigentlich gar nicht. Es gibt genug aus, es ist genug Multikulti eigentlich. Woher kommst du? Brasilien. Ja, Angst, ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht warum, ich habe einfach keine Angst. Du fühlst dich sicher hier? In Berlin auf jeden Fall, also in Rio war ich nicht so sicher wie hier. Macht euch jetzt Angst, wenn ihr sowas hört? Ja, schon. Mir nicht. Dir nicht, wieso nicht? Einfach, weil die NPD, denke ich, nicht so großen Zuspruch in der Gesellschaft hat und auch nicht eine kleine Minderheit ist. Man soll auch nicht alles glauben, woran, alles, was man in den Medien sieht. Ne? Glaubst du, das wird so ein bisschen zu sehr hochgepusht gerade? Übertrieben vielleicht. Mhm. Dass nicht so, dass sie nicht überall sind, wie man denkt. Ich denke auch nicht, dass sie zu stark sind, wie man sagt. Und deswegen, also wenn man immer sagt, dass sie stark sind, dann denken sie, dass sie wirklich die Macht haben. Hast du eine Idee, wie man zum Beispiel der Jugend irgendwie so das näher bringen könnte, gegen Rechtsradikalismus zu sein und die so ein bisschen aufklären könnte? Was meinst du, was man da machen könnte? Ich würde mal sagen, in der Schule so ein Programm einführen. Es gibt ja schon gegen Gewalt so eine Programme, die an Problemschulen durchgeführt werden. Und wenn man jetzt auch gegen Rechtsradikale was machen würde, würde es auch klappen. Was glaubst du, wie man das verhindern könnte, wie man da jetzt so einen Stopp davor setzt? Vielleicht wieder mehr Demos machen oder wieder mehr darauf aufmerksam machen. Ich würde sagen, auf jeden Fall irgendwie härter durchgreifen, weil das ja jetzt ganz üblich geworden ist, dass es so oft passieren konnte und dass härter durchgegriffen wird. Es müsste natürlich erstmal etwas umgedacht werden in der Politik. Beziehungsweise es sollte weniger stillschweigend unterstützt werden. Und dann würde es mir auch möglich erscheinen, wenn es weniger gedeckt wird. So, das war die Meinung der Straße, liebe Freunde. Und jetzt wäre ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und das könnt ihr natürlich wie immer auf duhastdiemacht.de schön posten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Thank you very much fürs Zuschauen.